Zu meinen Lieblingsschriftstellerinnen und Schriftstellern gehört auch Barbara Honigmann, ganz eindeutig. Ich habe sehr viele Bücher von ihr und ich meine, ich habe alle ihre Bücher gelesen. Wir haben hier aus meiner Bibliothek damals, dann und danach. Übrigens, meistens sind die Cover da gezeichnet, gemalt von ihr selbst. Sie ist auch Malerin, nicht nur Schriftstellerin. Dann haben wir hier Roman von einem Kinde, übrigens mit einem Selbstporträt auf dem Titelbild. Dann eine Liebe aus Nichts habe ich hier noch. Und Bilder von A. Es gibt noch einige mehr. Es gibt zum Beispiel Georg über ihren Vater, ein neueres Buch, das sie bei uns im Aargau Literaturhaus vorgestellt hat. Da war sie auch Residenzautorin bei uns. Das war eine sehr schöne Zeit, die 3 Monate mit ihr. Dann habe ich hier das Gesicht wiederfinden, Untertitel Überschreiben Schriftsteller und Schriftstellerinnen und Judentum. Das sind Texte von Poetikvorlesungen und da reflektiert sie ja auch ihre sehr autofiktionale Art und Weise des Schreibens. Da komme ich dann gleich noch drauf. Ich habe in meiner Bibliothek unter anderem auch das Buch gehabt, ein Kapitel aus meinem Leben. Es ist eigentlich ein Zitat von ihrer Mutter und der ganze Band ist eine heftige und intensive Auseinandersetzung mit ihrer Mutter, die so eine seltsame Mischung hatte von Vergessen und Erinnern in einem. Da gibt es zum Beispiel dieses Beispiel, von dass die Mutter die Fotografien, die sie hat, von der Familie zum Beispiel, einfach in einem Schuhkarton aufbewahrt, am wild durcheinander, nicht geordnet, nicht groß angeschrieben. Und das nimmt sie so als Barbara Honigmann, so als Bild, wie die Mutter mit Erinnerungen umgeht. Also sie hat sie irgendwie, aber sie versucht sie nicht so zu ordnen und fast schon ist diese Art von so nachlässig, das in einem Schuhkarton aufzubewahren, eine Art, eigentlich das Gedächtnis gleichzeitig auch ein bisschen ja, nachlässig zu behandeln. Dieselbe Mutter, die hat zum Beispiel auch die Art und Weise gehabt, offensichtlich, wenn sie sie hat lange in einer Wohnung gewohnt, wo noch immer nicht ihr Name unten an der Klingel angeschrieben war, nach Jahren oder ich glaube sogar Jahrzehnten. Dieses Buch, ein Kapitel aus meinem Leben, hätte ich eigentlich gerne vorgestellt, aber als ich jetzt in meinen Büchergestell festgestellt habe, dass das nirgends ist, habe ich gemerkt, okay, ich habe das jemandem ausgeliehen. Und wie das so oft ist, wenn man Bücher, die man gerne hat und jemandem empfiehlt und so empfiehlt, dass der andere sagt, oh, darf ich es mitnehmen, darf ich es lesen, dann bleibt es meistens verschwunden. Also entweder hat man eine vollständige Bibliothek und achtet darauf und kontrolliert alles extrem, dass da nichts weggeht, oder man sagt eben auch, ja, wenn man jemandem ein Buch anvertraut, es ist halt nicht so, dass alle dran denken, das zurückzugeben. Und sie behalten es dann einfach. Ich habe zum Beispiel mehrere Bände von Klaus Merzen und mit persönlicher Widmung von ihm jemandem mitgegeben, dass er begeistert war und so, oh ja, darf ich gerne mal Klaus Merz lesen? Und jetzt sind sie einfach verschollen, weil ich natürlich auch jetzt nicht wie ein Polizist anfange, mir Notizen zu machen zu jedem, der irgendwo von mir ein Buch mitnimmt und sagt, ich bring's dir gleich morgen, ich bring's dir 2 Wochen. Dasselbe ist auch schon geschehen mit einer DVD. Der hat es dann irgendwie schon jemand anderem weitergeschenkt, hat mir das offen ins Gesicht gesagt, aber weg war's. Also so geht das im Leben. Jetzt, weil eben ein Kapitel aus meinem Leben nicht da ist, finde ich das Buch hier auch ein sehr, sehr wichtiges und ich lese euch gleich daraus. Und zwar sie setzt sich hier nicht nur auseinander mit ihrer Art des autofiktionalen Schreibens, mit eben dem Judentum, das sehr zentral ist in ihrem Leben und auch ihr Leben geprägt hat und ihre Familie, sondern auch, und übrigens nicht zum Beispiel nur mit dem Theater, was auch ein ganz wichtiger Aspekt war, die DDR und dann das Auswandern, heute lebt sie ja in Straßburg, sondern eben hier geht es auch um die Art und Weise des
in der Öffentlichkeit stehen als Autor und wie verhält sich das dann eigentlich mit dem Schreiben und dem Darstellen des Textes oder des Darstellens oder des Lebens eines, ja, aus der Existenz eines Schriftstellers oder einer Schriftstellerin. Und da reflektiert sie genau über das. Es beginnt auch zum Beispiel mit dem Satz: Wenn er in der Badeanstalt vorträgt, ist der Schriftsteller jedoch genau genommen kein Schriftsteller mehr, sondern spielt die öffentliche Rolle des Schriftstellers, die, wenn man sie einmal akzeptiert hat, vielleicht auch nicht lächerlich ist als andere Rollen, die man im Leben zu spielen hat. Auch ich spiele des Öfteren diese Rolle, obwohl ich in jeder Weise schon geografisch ziemlich fern vom Literaturbetrieb lebe, was ich manchmal wegen des mangelnden Austauschs bedauere und gleichzeitig gutheiße, da ich mich dem Kräftespiel zwischen Kollegialität und Rivalität nicht gewachsen fühle. Aber manchmal nehme ich natürlich auch viele Einladungen an, zu Lesungen, zur Teilnahme an Tagungen und Kolloquien. Ich habe auch schon Literaturpreise bekommen, alles Ereignisse, die eigentlich außer literarischer Art sind, jedoch eine Anerkennung der literarischen Arbeit ausdrücken und einen auch mal aus der Isolation des Künstlerdaseins herausholen. Und dann gibt es noch die zahlreichen Interviews, von denen ich am wenigsten überzeugt bin, dass sie zu irgendetwas Nütze sind, die ich aber auch selten ablehne, um nicht arrogant zu wirken. Sie stellen für mich meistens den Tiefpunkt oder sogar, nein, sie schreibt, den Tiefstpunkt in der Begegnung mit dem Leser dar. Das genaue Gegenteil des Gesprächs, das man sich eigentlich wünscht. Immer wieder die gleichen biografischen Fragen beantworten, die ich schon tausendmal beantwortet habe und die mich langweilen. Ja, ich bin Jüdin, Deutsche, komme aus der DDR, lebe jetzt in Frankreich. Ob ich mich jetzt in Straßburg zu Hause fühle, weiß ich nicht. Übrigens hat sie ein schönes Buch geschrieben über die Rue Edel, wo sie wohnt in Straßburg. Dass ich orthodox bin, bezweifle ich. Jedenfalls nicht, wie Sie sich das vorstellen. Nie fragt mich jemand nach einer Textstelle. Warum steht sie so da? Warum dieser Ausdruck an jener Stelle? Warum gerade dieser und kein anderer? Und warum hier und nicht woanders? Darüber würde ich gerne sprechen, obwohl ich auch auf diese Fragen keine Antwort weiß. Aber ich würde diesen Ausdruck und diesen Satz verteidigen und dabei vielleicht die Gründe entdecken, warum er mir wichtig erschien. Im Gespräch würde es mir vielleicht klar werden. Ich möchte gerne in meiner Eigenart des Schreibens und nicht in meiner Eigenart des Lebens wahrgenommen werden. Niemandem würde es einfallen, zu einem bildnerischen Werk so viele biografische Fragen zu stellen. Wenn ich ein Stillleben, einen Tisch, ein Buch, einen Bleistift, eine Blume male, was gibt es da zu sehen, das etwas von meinen Lebenseigentümlichkeiten preisgäbe? Alle Menschen haben eigenartige Lebensgeschichten, es kommt aber darauf an, sie im Schreiben zu verändern. Auch das autobiografische Schreiben ist ja Fiktion. Der französische Schriftsteller Serge Dubrowski fand 1977 für dieses Phänomen den passenden Begriff Autofiktion oder Autofiktion. Das autobiografische Schreiben liegt irgendwo in der Mitte zwischen Tagebuch und Roman. Und es ist nicht nur deshalb Fiktion, weil alle Verwandlung von Wirklichkeit in Schreiben Fiktion ist, sondern auch, weil sein Projekt der Selbsterforschung, Selbstentdeckung und Selbstoffenbarung mindestens in dem gleichen Maß immer auch Selbstinszenierung, Selbstfiktionalisierung, Verwandeln des Lebens in einen Roman, manchmal sogar Selbstmythologisierung ist. In diesem Sinn kann autobiografisches Schreiben romanhafter sein als ein Roman. Soweit also Barbara Honigmann. Und ja, es ist eigentlich wie ein Kaleidoskop, ihr Werk. Es gibt Motive, die im einen Buch aufschauen, in dem nächsten wiederkommen, deutlicher werden, vertieft werden. Zum Beispiel die Beziehung zu ihrem Vater ist so eine Beziehung,
die eben die Geschichte mit dem Theater und welche Rolle das gespielt hat für ihr Selbstbewusstsein und ihr Werden als Künstlerin oder zum Beispiel eben auch die Mutter und andere Themen. Also, lest Barbara Honigmann und bis morgen.